Herzlich willkommen zur nächsten Folge Shellshock mit Hendrik. Hallo. Hallo. Wir sind wieder in einem Team. Ich komme mal zurückgefahren. Was nicht noch? Ja, nee, ich kann nicht noch näher. Das war ja vielleicht das doof, ja, aber musste sein. Schön. Fuck mich. Was machen wir denn als erstes? Wir hatten das höchste Level. Der vorne 43, 48, 21, 16. Eigentlich müssten wir vorne anfangen. Aber mit Cactus Tracker habe ich einen großflächigen Schaden. Da logge ich ein. Lol. Oh, scheiße. Ja, das habe ich abgekriegt. Oh, guck mal, der Cactus Strike für die Dapper. Und der trifft noch einige mehr. Pass mal auf. Hui. Ja, 40, das geht sogar, wenn man gut trifft mit einem normalen Cactus. Super. Ich sitze jetzt hier unten wieder in meinem Loch drin. Wir haben immer noch Allshot, ne? Die Tapdolls müssten die Dapper eigentlich treffen. Machen wir es so. Was haben wir da denn? Subsniper ist dabei. Triff bitte. Das wäre gut. Was? Der ist doch bei ihm eingeschlagen. Warum hat das keinen Schaden gemacht? Das war jetzt beschiss. Okay, Tapdolls und den Digger. Die Dapper wird wohl als erstes gemacht, wa? Meine Tapdolls hätten noch besser treffen können. That Boy ist rausgegangen. Gut. Schade. Gut, schade. Ah, machen wir noch einen Flower. Ich mach die Erweiterung vom Flower. Buki. Wenn dann Andreas Guteval eingeloggt hat, könnte locker so ein Schwede sein. Los, Andi. Die Snake kommt auch hinten. Sehr schön, weiter. Boah. Oh, die geht aus dem Bildschirm. 70 Damage, 106 Damage mit der Flower. Na, der Driller wird da nicht so viel. Chunklet war diese Kugel da. Ah, Horizon. Machst du da auch was drauf? Dann kriegen wir den Down. Ich schieße auf Carly Morris. Ah, okay. Den habe ich halb im Visier, wie man so nimmt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Dapper treffen werde. Aber du könntest gleich getroffen werden. Du bist natürlich auch genau unten in der Lücke drin. Ich komme da auch nicht raus, das ist die Sache. Aber ich versuche das Medikit, also das. Ja, sehr gut. Der frisst noch. Ja. Lol. Oh. Haha, er hat sich selbst aber getroffen, nice. Wow, der ist da fast down. Dann pass auf, ich mache noch einen Sprout auf den da unten, dann ist der down und dann helfe ich dir bei Matrix. Oh, ich habe einen Mega-Quake. Mach ich das mal? Ne, mach irgendwas Besseres, was du ihn treffen kannst, du bist gleich weg. Ja, die Sache ist, ich bin so oder so weg. Also. Ja, deswegen mach ihm so viel Schaden, wie du nur kannst. Irgendwas, keine Ahnung, Glock oder so voll in die Fresse. Durch den Glock? Weiß ich nicht, oder Uzi. Nee, ich hab sowas nicht. Okay. Ach, von uns ist auch einer weg, ne? Der ist auch gelieft. Oder war das der? Ne, von denen ist einer weg und von uns. Achso, der ist jetzt sowieso weg. Gut, dann hätte ich mir das auch sparen können. Gut, jetzt muss ich die Matrix halt wegmachen. Ich will nicht zu offensiv rangehen. Obwohl, ich würde ja auf Colly Morris gehen, weil... Nee, jetzt haben wir ihn hier in der Mangel, den nehmen wir jetzt. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Teamschaden mit Chunklet. Ich brauche erstmal eine gute Kurve. Ich habe 100,90. Sie könnte zu steil sein. Ich glaube, der geht auf dich zurück. Aber, sag ich doch. Keiner gesehen. Scheiße. Das war echt low. Das war wieder der Suicide-Bomber. Habe ich nicht noch was Großflächiges? Wie viel Schaden brauchen wir noch? Ja komm, hier, dann machen wir doch glatt das hier. Und machen wieder ein bisschen Teamschaden dabei. Aber Mann, können wir uns nicht mal absprechen? Der ist doch safe down, wenn er Dead Riser macht. Der hätte ich doch gar nichts mehr machen müssen zu dem. Sag doch an. Oh! Zum Glück trifft mir den nicht. Erstmal ein bisschen Team Damage machen. Jetzt brauche ich jetzt wieder eine Kurve. Quicksand geht das auch nicht so gut. Ganz kurz. 50 Crit hat der gemacht. Das ist ganz ordentlich. Ja. So, jetzt der Driller soll bitte treffen. Und zack. Bier ist noch am Leben mit Level 28. Oh, das ist Matrix auch disconnected. Und Colly Morris mit 21.
Ja, na, nur halb gehittet. Endlosschleife, sagst du? Überall getroffen, nur nicht da, wo sie sollte. Immer noch keine neuen Waffen. Ah, das war auch wieder zu kurz. Auch wenn ich rangefahren bin. Und aber hiernach gibt's neue Waffen und da kann man doch schon wieder mehr reißen. So, komm. Ja, da habe ich die 18 Damage gefressen. Scheiße, Madbirds habe ich verkackt. Aber jetzt gibt's Neues. Die Dapper ist auch disconnected. Müssen wir gleich wieder auf ein paar neue warten. Mhm. Oh, das gab nicht so gute Sachen, wie ich mir erhofft habe. Was Moment gab's? Mal, wenn der einen Sniper hat, bin ich ihm jetzt genau reingefahren. Aber dann ist es halt so. Ich glaube, nee, von da kann der dich nicht... Er hat doch gar nicht die Kurve, glaube ich, für den Sniper, da würde er voll drauf gehen. Den Flasher mache ich jetzt auf Risiko, ich hatte doch mit Sparkler vor. Oh, oh, let me snipe him. Okay, hau raus. Oh! Nice! Das war echt nicht schlecht, ey, hat er sogar getroffen, mit Ansage. Ja gut, er hat sich ja vorher schon eingeschossen, also... Jeder hagelt wieder ein paar Coins. Ja gut, so kann man natürlich echt ein bisschen was verdienen mit dem Einsatz. Direkt die nächsten. Oh, du bist der Host. Geh mal auf 6, oder? Also Player 6. Warte, ja. Ja, wie kann ich denn? Nee, 6? lass, alles gut. Wir werden 8. Team Battle, was war denn noch? Nee, nichts ändern, so ist gut. Oder jetzt kannst du auf 6 stellen, dann sind wir voll. Warte. Kann ich denn das einstellen? Ach, da. Da draufklicken und dann 6. Nee, lass. Wir haben 8. Okay, wieder 6. Ja, 6 ist okay. Dann sind wir jetzt voll. Jetzt müssen wir nur noch up-ready und dann geht's los. Was hast du noch geändert? Nichts. Ach nee, nur einer hat sein Team eingestellt, deswegen, weil das nicht angenommen wurde. Okay, dann... Nur noch Pete the Pengel. Geil. Ich will nicht mit PKM1234. Jo. Wieder mit Bier in deinem Team. Oh, was machen wir da? Die hinteren beiden, oder? Na, der erste macht wohl mit am meisten Schaden. Ne, der hinterste, okay. Dann loggen wir mal ein. Kann natürlich sein, dass ich da jetzt. Oh, vollfresse. Lol. Der ist sicher okay, ich hab schon mal eine gute Schusslinie, das freut mich schon mal. Jo, ich hab jetzt Bounder, Area Attack, Tapdolls, ich hab ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, wie ich 110 mit dem Sprouter hingekriegt habe. Geht doch gar nicht. Hier, Area Attack trifft beide. Mann, die gehen alle auf mich, nein! Jawoll, 210 Damage habe ich mit dem gemacht. Ich hab den gleich down. Okay, Tapdolls auch nochmal voll in die Mitte und scheiß drauf. Die Kurve behalte ich, meine Lieben. So. Auch wenn die natürlich hart auf mich gehen. Geht alles auf mich. Lol. Also eigentlich wollte ich die hinteren beiden mit der Grenade treffen, aber jetzt habe ich die Forderung getroffen. Oh, nicht schlecht. Catch Grenade. Oh, Sprit ist alle. Ungünstiger Zeitpunkt. Hier kommt Five Ball. Bounder ist doch zielgebunden. Ich hoffe, ich triff den Bounder, den Bumper da oben nicht. Ist ja ziemlich bitter. Ja. Ich hab ihn getroffen! Ich hab diesen scheiß Bumper erwischt, aber zum Glück ist der zielsuchend. Oh. Das war ja schon wieder mit Ansage, ey. Ja, sehr gut. Fahr in meine Kurve, kein Ding. Earthquake. Was? Ich hab 3 Earthquakes. Schlecht. Oh, springt die runter zu mir. Wobei, die könnte gar keinen treffen, mit Glück. Kill. Hol ich jetzt Pfeifen. Ich könnte mir den da oben gut holen.
Weil jetzt ist er weggefahren, der Arsch. Na egal. Oh. Sprouter zum Antesten, dann habe ich auch noch einen zweiten. Könnte aber unsere Runde werden. Meine ersten beiden Waffen habe ich ziemlich glücklich platziert. Ich mag eigentlich auch so Map, wo man sich direkt anschießen kann. Das ist eine gute Abwechslung, wenn man sich sonst ansonsten über Kurven und sowas anschießen muss. Wow, wie die da über den Boden gleitet. Wie die Ballsplotter lang geht. Und nochmal, boom. Eigenen Schaden. Wie viel Schaden? Wieder 120 mit dem Sprouter. Das ist nicht mal ein Update. Was macht? Komm, direkt noch einen raushauen. Kein Ding. Nee, nicht den Thunder. Dann ist er jetzt weg. Boom. Aha. Watch out for this. Guck mal, das waren 30. Wie habe ich davor 120 gemacht? Ich weiß es nicht. Okay, Schrapnell wird eh nichts. Machen wir einen Driller dahin. Das passt. Ich schieße jetzt wieder vorhin, wo ich einen Backroller habe, aber... Geil, wenn der Driller richtig gut trifft, könnte das schon reichen, glaube ich. Wobei, er wird knapp. Aber im Boden kann ich ihn eh nicht drängen, von daher ist er nur der Schaden, den ich da anrichten würde. Bier muss noch einloggen und er kommt raus. Ah, den hat er nicht getroffen. Ja, 14 Damage, das war ja nicht gut. Hat mich zum Glück nicht getroffen. Ich mache ihm jetzt safe 20. Ich mache einen Earthquake, dann hat er auch noch mal 10. Wohin fährt er denn? Ich fahre ihm nach. Irgendwie werfe ich ihm da gleich unser Schrapnell hin. Außer er ist gleich schon dran. Wobei Rainbow Earthquake. Okay, ich safe 20. Mit Glück haben wir ne. Ja, genau das Glück brauchten wir. Ich bin weg. Er auch. Nice. Zwei Kills, am Anfang viel Schaden gemacht. Gute Runde eigentlich von mir. Mal schauen, was es gibt. Yo! Hätte schlechter laufen können. Ja, so können wir es auch sagen. So, eine Runde geht noch in der Folge. Ja. Ich glaube, seitdem wir mit Einsatz spielen... Oh, ich habe jetzt auch die Frogs. Seitdem wir mit Einsatz spielen, habe ich ganz schön viele Coins dazu gekriegt. Ganz schön oft gewonnen, sonst kann ich nicht so oft. Ganz schön glücklich, aber... Ready up, yes. Und wir warten noch auf einen. Jetzt langsam sind die Levels auch ganz schön aus... Die Levels ganz schön ausgeglichen. Da brauchen wir noch zwei. Ja, einen nur noch. I am AIDS. Ups, ich schreibe hier besoffen. My pleasure. So, Evil Sandwich. I am AIDS gegen Evil Sandwich. So, Pete the Pengirl, I am in you. Und nächste Runde, wieder mit Henrik und mit I am AIDS. Level 15 und Level 24, toll. Gegen uns 60, 66, 32. Das ist mal mega fair aufgeteilt. Jetzt könnte ich mal wieder eine Grenade gebrauchen, aber... I catch a grenade for you. Ich habe nicht so schlechte Waffen, aber ich werde als erster drauf gehen, denke ich. Na, du stehst doch am meisten in der Mitte. Mhm. Ah, wobei ging sogar. Boom, direkt 80 Damage verteilt. Ich weiß noch eine gute Kurve jetzt. Das kann man damit gut testen. Ja. Nice Waffen von uns eingeloggt. Also ich treffe den garantiert, weil der hat seine Position nicht verändert. Und ich habe den gerade schon getroffen. Oh, oh, der crittet mich sogar. Immerhin ein bisschen, oder? Oh, sehr gut. Ja, bleibt da stehen. Ihr kriegt beide den Mega-Dicker ab, ey. Jawoll. Und ab geht die Post. Eigentlich muss die Kurve stimmen. Wenn nicht, dann habe ich mich aber arg verschätzt. Ich habe ja eigentlich fast nichts dran getan. Ja, einen schicken Fling kann man schon mal fressen. Und da kommt der Mega-Dicker. Boom. 36. Oh, der kriegt richtig was ab. Boom. 18. Nochmal critten. Ah, nochmal critten. 18. 72 habe ich schon. Ah, 90. Die verändern aber auch echt nicht die Position.
Position. Also. Ja gut, AIDS ist auch gleich down. Sam Cross kommt ganz schön ran, obwohl ich die anderen da hinten beschossen habe. Das ist doof. Oh ja, nein, der hat das Portal nicht getroffen. AIDS ist gleich down. Und ich kassiere natürlich den vollen Airstrike. Oh, 28 Crit. Inklusive Crit. Ja, was jetzt kann das sich den das Militär holen. Jetzt ist gleich dann. Oh, er macht einen Skillshot hin gegen den Bumper, pass auf. Ich hoffe, er trifft. Wow, den hat er voll gewastet. Und tot. Tot. 112 Damage. 122. Da geht noch was. Double Splitter. Okay, das wird mit dem Portal ja selbst tödlich. Mach ich das hier? Das sollte reichen, um dahinter zu kommen. So. Aber Sam stört mich hier. Der wird mich töten, obwohl ich die anderen mir da vorgenommen habe. Aber Sandwich mache ich jetzt erst. Wobei, der andere geht auch auf dich, oder? Und alle runter. Nicht zu weit. Ja, geht schon fit. Okay, ich habe jetzt gar nichts abbekommen. Sehr gut. Double Splitter, damit treffe ich doch bei... Ah, jetzt fährt er weg. Ach komm. Oh, Sam, denk, was hast du vor? Wehe, der hat den Arrow. Bitte nicht. Nee, ich glaube, der schießt auf mich. Nee, der überlegt sich, glaube ich, noch, wie er es macht. Der will ihn nur fallen lassen auf mich oder so irgendwas. Ja, 3 gegen 2 ist zu viel. Auch von den Leveln her. Auf wen ist denn jetzt gegangen? Ach, Kaktus, wa? Wow, das hat dem nicht gereicht. Hast du einen Earthquake? Ja, habe ich. Ich auch. Wir machen beide. Dann haben wir einen down. Okay, nice. Ich werde zwar von Sam auch voll kassieren oder du, keine Ahnung. Ja. Aber wir haben ihn down. Ja, aber du bist noch. Lol. Ich brauche neue Waffen. Der kriegt die Glock jetzt von mir. Nee. Warum kann ich nicht mehr fahren? Ich habe doch die Nahkampfwaffe. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Reicht dir auf die Distanz? Ich probiere es, oder? Erstmal die Glock. Wenn ich nicht überlebe. Okay, ich spekuliere. Ich muss überleben. Scheiße. Lol. Oh, das wird aber... Oh, nee. Hier. Ja, super, eine Molehill. Das... Scheiße, jetzt stehe ich auf ihm. Ich hoffe, ich treffe den jetzt. Ich habe diese Nahkampfwaffe. Das hätte ich ja besser planen können. Jo, ich habe ihm 80 gemacht. Und lebe noch. Noch. Ich glaube, das wäre echt das Beste, was ich hätte draus machen können. Oh, es wäre geil, oh ja, wenn ich jetzt nochmal. Es wäre geil, wenn ich nochmal Schenk gekriegt hätte. Aber der frisst die Phyton und dann muss ich mich leider verabschieden, Henrik. Du vielleicht auch. Wenn die Earthquake haben, sind wir beide weg. Oder ich mache mich selbst mit der Phyton. Weil die ja ein wenig unberechenbar ist. Ja. Das kann funktionieren. Das funktioniert schon. Ich hoffe es. Ja, die haben halt beide Earthquake gemacht, ne? Jo, das haben wir verloren. Schade drum. Naja. Oh, doch noch einen ganz ordentlichen Score erreicht. Bouncy Ball gibt's da als nächstes. Und ich würde sagen, das reicht auch schon wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich auch bis zur nächsten Folge. Tschüss.